Aus aktuellem Anlass. Ich muss einfach mal ein paar Gedanken loswerden. Ich habe das ganze Thema mal genannt, Pädagogik ist einfach. Teil 1 zum Thema strenge Lehrer. Eigentlich ist damit schon fast alles gesagt. Gehen wir mal auf das Wort Pädagogik und Pädagoge ein. Pädagoge heißt übersetzt nichts anderes als Kinderführer. Er muss sie anführen. Kinder brauchen eine Leitfigur. Gut. Sind strenge Lehrer gut? Naja. Was heißt streng? Nehmen wir doch mal den eigentlichen Wortbezug strong im Englischen, stark. Das bedeutet letzten Endes nur, er beherrscht sein Fach. Wer sein Fach beherrscht, der kann gut erklären. Er beherrscht sein Fach aber wirklich. Er ist kein Jammerlappen, also nicht pausenlos. Ach, heute geht's mir nicht so gut. Seid mal ein bisschen bitte leise. Und so weiter. Nein, er ist auch nicht pausenlos krank oder was auch immer. Naja, er ist willensstark. Also das heißt, er setzt sich durch. Er bleibt dabei. Zu dem Thema könnte man nochmal ein extra Video machen, beziehungsweise eine extra Erklärung, was bedeutet wirklich willensstark und sich durchsetzen können. Da gibt es ganz einfache Tricks dazu. Naja gut, er ist eindeutig. Also das ist eine klare Aussprache. Beispiel. Negativbeispiel, das finde ich jetzt aber toll, wenn du da immer störst. Ja gut, eindeutig heißt, Ruhe da hinten. Klare Aussprache, was man wirklich will. Das hat dann natürlich auch wieder mit willensstark zu tun, aber das ist willensstark nicht. Aber die Eindeutigkeit, also wenn ich wirklich etwas schlecht finde, muss ich es so benennen. Wenn ich etwas gut finde, muss ich es natürlich auch so benennen. Er ist gerecht. So ein Pädagoge. Das heißt, er lässt Konsequenzen folgen. Konsequent heißt letzten Endes nur, wenn etwas gerade passiert, dann muss auch das passieren danach, was zu dem, was gerade passiert ist, passt. Und nicht irgendwas anderes oder gar nichts. Und so weiter und so fort. Euch fallen dann wahrscheinlich sicher noch viele andere Beispiele ein, aber lassen wir das bis dahin. Aus alledem folgt letzten Endes, die Kinder folgen ihm. Daraus folgt aber auch, das bedeutet also, es gibt keine Langeweile im Unterricht oder wo auch immer. Ein Pädagoge muss nicht unbedingt ein Lehrer sein, der irgendwelche Fächer unterrichtet. Und dann komme ich gleich zum Schluss auf diese beiden Dinge, Güte und Konsequenz. Das heißt aber, wenn keine Langeweile im Unterricht eintritt, die Kinder also gerne lernen, das geht immer noch, dann gibt es auch kaum Störungen. Und wie man auf Störungen reagiert, auch dazu könnte ich noch extra Videos machen. Leute, ihr könnt das dann ganz einfach mal so machen. Schreibt in die Kommentare rein, was ihr noch so für Themen haben mögt, worüber ich mich nochmal auslassen soll. Oder wenn gar nichts kommt, ne, dann lasse ich es. Ich muss mir die Zeit nicht unbedingt ans Bein binden. Jetzt zum Letzten. Und das ist jeder Pädagoge, also jeder, der Kinder führt. Er muss gut zu ihnen sein. Und konsequent. Das heißt also, wenn man mit einem Vertrauensvorschuss reingeht und sagt, Leute, wir kommen hier gut miteinander aus, gar kein Problem. Aber wer Mist macht, der muss dann auch spüren, dass er Mist gemacht hat. Konsequente Entscheidungen treffen. Also sofort und ganz schnell. Sofort folgend heißt, wenn einer meine Güte missbraucht, dann muss ich aber auch sofort zeigen, dass das nicht richtig war. Umgekehrt, wenn ich gut bleiben soll, dann halten sich die Kinder automatisch daran. Mehr ist es nicht. Das ist das, was einen guten Pädagogen ausmacht. Ja, ich hoffe, ich habe euch jetzt Gedankenanstöße gegeben. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare rein, ob ich zu den einzelnen Themen noch oder zu anderen Themen, was das Thema Pädagogik angeht. Pädagogik, darum geht es hier in dieser Playlist, ob ich dazu noch was schreiben soll oder anfertigen soll, Videos machen soll oder was auch immer. Gut, ich wünsche euch was Gutes. Tschüss.